Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir stehen vor dem letzten Champions League Spieltag und zwar geht's gegen Paris. Ich denke aber, da ist ja auch schon alles durch. Paris ist ja auch sicher Zweiter. Wir sind ja sicher Erster. Aber schauen wir erstmal. Gewinnen wollen wir natürlich auf jeden Fall trotzdem. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Ødegaard können wir auf jeden Fall spielen lassen. Ich glaube, ich bin kurz runtergescrollt, sind keinen richtig guten Pfeil nach oben gesehen. Also ist hier auch niemand zu 100% motiviert, glaube ich, zu spielen heute. Man könnte Kolasinac einsetzen für Tierney. Und sonst Saka könnten wir mitnehmen. Lassen wir mal Tierney ganz zu Hause heute. Gönnen wir die mal eine Pause. Dann lassen wir... Oh. Nee, das ergibt jetzt keinen Sinn. Ich dachte, wir lassen jetzt Saka hier auf rechts spielen, aber den lassen wir lieber auf links spielen. Nee, wir lassen es so. Wir lassen es so, unsere Master-Taktik wird schon noch aufgehen. So, naja. Auf jeden Fall, ja, ich wollte mich auf jeden Fall noch schon mal entschuldigen für meine Stimme. Ich hatte es ein bisschen erwischt, wir haben ein bisschen zu viel im Schnee gespielt, letzte Folge gegen Bournemouth. War ein bisschen zu kalt, also. Schauen wir mal, ob es jetzt halt auch wieder schneit. Nee, herrlichstes Wetter, also. Hat es letzte Folge überhaupt geschneit? Ich glaube tatsächlich schon, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist mein PSG da im Tor. Den kennt man nicht. Und dann gehen wir rein in den letzten Champions League Spieltag. Und in echt gehen wir auf jeden Fall rein ins große Sommertransferfenster. Wollte ich ja letzte Folge schon ansprechen. So, hier und da ist ja doch der ein oder andere Transfer passiert. Aubameyang an den Pfosten und Lacazette kommt nicht mehr rechtzeitig hin. Die erste große Chance nach nur ein paar Minuten. Es ist herrlich. Ich liebe diese Zeit, weil einfach so viele Transfers stattfinden und vor allem nur die Gerüchte allein schon so, wo man sich so denkt, ja, könnte ich mir das jetzt bei meinem Verein vorstellen. Bei mir ist natürlich, ich beschäftige mich natürlich damit, ja, hauptsächlich mit Bayern, vielleicht noch mit Arsenal, so, aber trotzdem, die allgemeinen Gerüchte so, die bekommt man ja auch mit. Und ich meine, ich glaube mal auf jeden Fall, das Größte für die Bundesliga jetzt hat, war ja Gott sei Dank, was mich auch sehr gefreut hat, ist die Verpflichtung von Mané, der jetzt halt für uns in München spielt. Also muss ich sagen, war ich nicht ganz unzufrieden. Also wo dieses Gerücht zum ersten Mal aufkam, habe ich mir so gedacht, ja, okay, das wäre natürlich heftig, aber als ob wir Mané holen und dann im Endeffekt für gerade mal 40 Millionen oder so. Gut, hat noch ein Jahr Vertrag gehabt, ist auch schon 30, aber trotzdem. Ich habe mir dann immer so gedacht, so, okay. Was heißt immer? Ich habe mir jetzt so gedacht, so, okay, wenn jetzt halt Real oder so oder Paris den gekauft hätten, die hätten halt gleich 80 Millionen oder so ausgegeben. Somit würde ich sagen, ist das ein ziemlich geiler Transfer und ist auch für die Bundesliga relativ gut. Also klar, ich kann mir da als Bayern-Fan, kann man da schön sagen, oh, ist auch super für die Bundesliga. Ja, ist natürlich bestimmt mega für alle anderen Clubs. Aber fürs Ansehen von der Bundesliga ist das schon, glaube ich, ein recht guter Push. Und ich meine, es ist ja nicht nur Bayern, die hier den ein oder anderen Transfer, also wir haben ja auch mit Masraoui und Grafenberg auch noch weitere gute Transfers gemacht, aber wir sind ja nicht nur die Einzigsten. Oh, ja, aber doch, hat noch gereicht. Ich dachte schon, Lacazette erwischt ihn jetzt nicht mehr, aber doch, da sind wir 1-0. So muss es sein, so wollen wir das sehen. Nee, der BVB zum Beispiel, der rüstet ja auch gut auf, also haben ja jetzt halt schon in der Abwehr ganz gut nachgelegt, das ist schon länger bekannt mit Süle und Schlotterbeck. Dass das, denke ich mal, doch ganz gut klappen könnte. Adeyemi ist ja auch schon länger bekannt, aber jetzt hat holen sie ja auch noch einen Ersatz für den guten Erling Haaland. Und zwar den guten Sebastian Allaire, der ja in dieser Champions League-Saison richtig gut bei Ajax war. Also Ajax im großen Ausverkauf. Die ganze Bundesliga besteht nur noch aus Ajax-Spielern eigentlich.
Also das glaube ich, das könnte auch schon ganz spannend werden. Also, sie haben auch noch Terzic ja jetzt als Trainer zurückgeholt. Also ich glaube, der BVB hat in diesem Transfersommer bisher einiges richtig gemacht. Wenn ich das mal so sagen darf. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt der Spaziergang wird. Vor allem, wenn es weiterhin bei Bayern diese Unruhen gibt. Also da gibt es ja immer noch diese ewig lange Diskussion mit Lewandowski. Ja, was macht man jetzt hier? Verkaufen, nicht verkaufen, soll er bleiben? Und ich... Mich regt es inzwischen einfach nur noch auf. Weil ich es schade finde, dass eine, so eine Zeit von einem Spieler mit einem Verein, was so gut geklappt hat, dass das so zu Ende gehen muss. Ja. Also ich bin auf jeden Fall inzwischen der Meinung, Lewandowski einfach verkaufen kommen. Und Barca, ja gut, dann müssen sie halt irgendwas verkaufen oder was weiß ich. Aber scheiße. Das war abzusehen, dass der jetzt halt reingeht. Da hätten wir früher rauskommen müssen vielleicht mit Lino, dann hätte Sarabia den vielleicht nicht ganz so einfach reinmachen können, aber so war es nicht. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei Lewandowski. Genau. Ja, ich meine, wenn ich das höre, dass Barcelona jetzt halt doch jetzt halt 35 Millionen bietet, plus 5 Millionen Add-ons, die aber recht schwer anscheinend zu erreichen sind, dann denke ich mir auch so, ja, kommt's Leute, ey, ganz ehrlich. Die können Spieler wollen oder nicht, aber wenn sie das Geld nicht dafür haben, dann brauchen sie nicht da irgendwelche idiotischen Klauseln da aufstellen. Das, also ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich glaube, ganz ehrlich, dann bietet Barca da, sollen sie halt 40 Millionen bieten, so, und der Levi selber, der legt nochmal 10 Millionen drauf, wenn er unbedingt gehen will, und dann kann er ja endlich gehen und dann ist da endlich mal wieder Ruhe. Ich muss jetzt sagen, das regt mich so auf, dass da seit Monaten bei uns im Verein keine Ruhe ist, sondern immer nur Lewandowski und Lewandowski und Lewandowski und das, ah, wird Zeit, dass da jetzt mal Ruhe ist und dann können wir da in Ruhe weitermachen. Gut, wer dann als Ersatz kommt für Lewandowski, das ist natürlich noch nicht klar, also das steht auch noch in den Sternen, da sind ja schon viele Namen gefallen, nicht zuletzt ja auch ein gewisser Cristiano Ronaldo, was natürlich, das wäre natürlich schon, Pepe macht ihn nicht rein, schade. Das wäre natürlich, also ich muss sagen, ich bin bei weitem wirklich kein Ronaldo-Fan. Wenn es immer heißt, um die Frage Messi oder Ronaldo, dann denke ich mir immer so, ja, gar keiner nicht. Mag ich eigentlich jetzt beide nicht. Ist natürlich, ohne jede Hinsicht die beiden besten Fußballer der letzten Jahre, wenn nicht sogar ever, also kann man nichts sagen dagegen, glaube ich. Und dieses Duell immer Messi gegen Ronaldo, damals noch in der spanischen Liga, das war natürlich so groß, so geil einfach, muss man halt sagen. Auch wenn man eigentlich für keinen so richtig war, aber trotzdem, es war immer wieder Spektakel, das anzuschauen. Und da ist ja berichtet worden, dass ein gewisser Ronaldo, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt, ein gewisser, so glaube ich. Nicht wundern, Leute, ich bin ein bisschen durch. ja, dass der eben Man United verlassen möchte und dass er halt auch schon einigen Top-Clubs anscheinend angeboten wurde, zum Beispiel eben Bayern, und dass er sich anscheinend laut diesen Berichten, die müssen natürlich auch nicht richtig sein, muss nicht alles richtig sein, was im Internet steht, laut diesen Berichten hätte er sich auch einen Wechsel zu Bayern vorstellen können, also hört sich ja schon mal gut an, würde ich sagen. Und fände ich auch ehrlich gesagt einen krassen Transfer für Ronaldo. Er ist einfach noch heftig gut, muss man einfach sagen, auch mit 37. Wenn man sich den jetzt nochmal für 2 Jahre irgendwie so gönnt, könnte man, glaube ich, nichts dagegen sagen, weil er wirklich noch ein krasser Spieler ist. Ja, aber wurde eben abgelehnt von den Bayern-Bossen, weil es halt die Gehaltsforderung sprengt und, aber weiß ich auch nicht so genau. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das, allein durch Transfers und so, alles wieder reingeholt werden würde. Transfers, Trikotverkäufe. Mein Gott. Ich meine, ganz ehrlich, so viele Fans wie Ronaldo mitbringen würde, ich meine, wie viele Trikots würden wir da am ersten Tag verkaufen?
Da hätten wir doch allein die Ablöse hätten wir doch schon wieder drin. Also das glaube ich, und mich würde es halt echt interessieren, weil die Bundesliga, das ist, Mané ist schon so ein großer Name in der Bundesliga. Und wenn wir jetzt noch Ronaldo holen würden, ich glaube, das wäre ein Riesen-Push für die Bundesliga. Weil es eben so viele Leute gibt, die keinen Verein unterstützen so richtig, sondern nur einen Spieler unterstützen. Was ich auch ehrlich gesagt eine ziemlich komische Denkweise finde. Aber bleibt jedem selber überlassen. Weil, ja, weiß ja nicht. Für mich ist man, oh, der war ja sogar knapp. Der war ja sogar mal knapp. Habt ihr den Freistoß gesehen? Der war ja sogar mal gar nicht so ewig weit entfernt vom Tor. Naja, im Endeffekt heißt es aber ja trotzdem, dass er nicht kommen wird. Also, aber gut. Ich habe es bei Mané auch nicht gedacht, dass er kommen wird. Und vielleicht, wenn Lewandowski noch geht, der Aubameyang, da kommt er durch und da sind wir. Das Emirates steht 2-1. Vielleicht nicht ganz verdient, aber trotzdem. So muss es sein. So machen wir das. Ja, was gab es sonst noch so? Bisher bei den Transfers. Sonst weiß ich noch, Frankfurt hat relativ gut eigentlich aufgerüstet. Würde ich sagen. Also haben jetzt Lucas Alario noch geholt. Von Leverkusen. Leverkusen unter anderem hat zum Beispiel mit Schick verlängert. Hat mit Wirtz verlängert. Also sieht ziemlich gut aus. Frankfurt auch noch mit Götze natürlich. Holen einen Weltmeister, geben einen weiteren Weltmeister ab. Erik Durm. Ich wusste gar nicht, dass der noch bei Frankfurt spielt. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch Fußball spielt. geht zu Kaiserslautern, muss man auch mal sagen. Die hier Erik Durm einfach so mal holen. Und noch irgendwen haben sie geholt. Irgendeinen Torwart. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Für einen Zweitliga-Aufsteiger relativ gut, sag ich mal. Gut, ich meine, was ein wildes Gerücht war, ist es auch schon wieder ein paar Tage her bei Schalke, dass die Cavani holen. Fände ich auch sehr wild, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wo da das Geld herkommen würde, aber finde ich eine relativ lustige Überlegung, eigentlich, dass da auf einmal so ein Cavani dann stehen würde. Ja, macht nix. Der dann da auf einmal bei Schalke spielen würde. Das wäre so komplett surreal. Also bei einem Aufsteiger so. Gut, ist jetzt kein kleiner Name, aber trotzdem. Aber ich würde es feiern. Also das wäre echt, würde ich echt feiern. Also da hätten sie, glaube ich, auch ein recht geiles Team, was sie da zusammenstellen könnten. Das war es aber auch, glaube ich, soweit jetzt halt erstmal so von den Bundesliga-Transfers. Ich meine, sonst natürlich in England werden schon wieder Summen gezahlt. Nunez, aber da haben wir, glaube ich, letzte Folge schon gesprochen drüber. Mit Haaland, Nunez. Der eine ist zu Real gegangen von Monaco und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der junge Dude. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, aber ich weiß wirklich nicht, wie man ihn ausspricht. Deshalb möchte ich mich nicht zum Affen machen und ihn jetzt falsch aussprechen. So, Ødegaard steckt da nochmal durch vielleicht. Lacazette noch mit der Chance. Muss ich echt überlegen, gab es sonst noch irgendwelche guten Transfers jetzt in letzter Zeit? Ich glaube fast nicht. Aber ich meine, ist ja trotzdem schon mal was, also. Was auch passieren könnte, was ich ziemlich heftig finde, wäre, wenn Lukaku zurück zu Inter gehen würde. Weil ich meine, das wäre wirklich der größte Klau des Jahres, glaube ich, den Inter da machen würde. Also Lukaku letzte Saison an Chelsea für über 100 Millionen verkaufen und dann eine Saison später trotzdem ja Zweiter werden in der Liga und also wirklich gut abschneiden. Und dann Lukaku aber zurückholen per Laie, was deutlich weniger kostet. Also das muss man erstmal schaffen. Also das wäre, für mich war das übrigens zu faul. Für mich wäre das ein ziemlich heftiger Klau, wenn sie das machen würden.
Aubameyang, der Lacazette natürlich, der nimmt den göttlich an hier und Coutinho kommt leider nicht durch. Und Saka erwischt ihn nicht mehr, aber dann sieht das doch noch gar nicht so schlecht aus. Ich habe nicht gesehen, dass wir 4 Minuten Nachspielzeit haben. Ja, komm, ja, perfekt. Er pfeift ab, 2-1. Am Ende für Arsenal, so soll es sein. So wollen wir das sehen. Und dann haben wir auch, glaube ich, alle 6 Spiele ja gewonnen in der Champions League. War ein gutes Spiel, würde ich sagen. Also, hat man sich echt geben können. Lacazette und Aubameyang mit einer 7-5. Pepe mit einer 7-0, sonst auch fast nur 6-0er. Also, das ging schon gut ab. Schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Neapel gegen Zenit 0-4. Celtic gegen Pajaxi hier 0-0. Arsenal Paris 2-1. Midtjylland Villarreal 0-3. Chelsea Barca 3-1. Olympiakos Porto 2-0. Inter Schachtür 1-0. Young Boys gegen Brügge 2-0. Real Liverpool 1-0. Rangers Spartak 0-0. Bayern Benfica 2-2. Zagreb gegen Ajax 0-1. City Juve 0-1. PAOK gegen Lyon 1-0. Atletico gegen Lazio 0-1 und Kopenhagen gewinnt 3-1 gegen Tottenham. Somit sind wir Erster, genau, 6 Spiele, 6 Siege, danach Paris. Villarreal kommt in die Europa League. Schauen wir uns die restlichen Gruppen noch an. Barca und Chelsea kommen weiter. Porto ist ganz raus. Inter und Young Boys, oh, kommen weiter. Gut, war auch eine komische Gruppe, sage ich mal. Also jetzt nicht die allerstärkste Gruppe. Schauen wir hier, Liverpool und Real, wie zu erwarten, Bayern und Benfica, auch nichts Überraschendes. Ajax vielleicht nur, aber war auch eine gar nicht so schlechte Gruppe. So, Juve und City, Lazio und Atletico, Tottenham geht nochmal in die Euroleague und Neapel und Bajaxi hier kommen auch noch weiter. Celtic ist raus, dann sind wir hier einmal durch. Und dann geht's nochmal in die Premier League. Oder? Ja, gut. Ja, bestimmt. Wir haben ja gar keine Winterpause. Job wird mir bei Brentby angeboten. Weiß ich jetzt nicht, ob wir den annehmen. Wäre natürlich auch lustig, mal so während der Saison einfach so das ganze Meisterliga-Projekt umzuwerfen und mal einfach so zu Brentby zu gehen. Einfach so nach Dänemark mal kurz. Aber ich denke mal, das machen wir nicht. Wir machen hier mit Arsenal weiter. Und dann würde ich vor allem sagen, wenn das Video ausfällt, lasst ein Like, dann Kommentar. Und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Burnley gegen Arsenal. Schreibt mir gerne eure Meinung natürlich zu den ganzen Transfers in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Meine Stimme rauscht auch schon wieder ab. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin. Servus.